Ja, ihr seht es an diesem Bild. Es ist wieder Labereckenzeit. Ich bin wieder unterwegs zum Badminton und nutze die Zeit, um ein bisschen über dieses und jenes und allerlei zu quatschen. Ich will auch gleich ein Missverständnis korrigieren, welches bei einem der letzten Videos aufgetaucht ist. Also anhand der Kommentare und eines Kommentars habe ich gesehen, dass es vielleicht nicht ganz so rüberkam, wie es rüberkommen hätte sollen. Und zwar geht es um diese Sache Konsolenbindung versus oder eben Accountbindung, wo ich nach wie vor warte, dass ein PS4-User mal bestätigt, wie das bei der PlayStation 4 eben ist. Angekündigt war bei der PlayStation 4, dass alles accountgebunden ist. Bei der Xbox habe ich es schon ausprobiert, bei der Xbox One, da ist es wirklich konsolengebunden. Und genau da dieser Begriff Konsolenbindung hat zu einem Missverständnis geführt. Ein User hat gemeint, das ist doch ein Schmarrn, wenn ich alles, was ich kaufe, nur auf diesem einen Gerät abgespielt werden kann. Dem ist natürlich nicht so. Konsolenbindung ist vielleicht ein bisschen falsch formuliert, sondern ist eine Account-Konsolen- unter Anführungszeichen-Bindung. Und zwar geht es einfach darum, dass ich als User sage, diese Konsole, auf der ich mich jetzt hier anmelde, ist meine Heimkonsole. Das ist dann die Konsole, auf die das Zeug gebunden ist. Das heißt, alles, was ich hier runterlade, ich habe es im Video erwähnt, ich habe Battlefield installiert auf meiner Xbox One natürlich, habe Xbox Live Gold und so weiter, habe dann einen Account für meine Frau gemacht auf dieser Konsole und meine Frau, wenn sie sich angemeldet hat, konnte genauso Xbox Live Gold nutzen, sprich sie konnte Battlefield 4 online spielen, obwohl sie keinen Gold-Account hat. So, auf meiner Konsole. Wenn ich jetzt eine andere Konsole hätte, irgendwo anders hingehe, melde mich auf dieser anderen Konsole an und sage, diese Konsole sei jetzt meine Heimkonsole, dann gilt das auf dieser genauso bitte. Ja, also dann kann ich dort eben alles genauso nutzen, die Accounts, die drauf sind und so weiter und so fort, können genauso genutzt werden, wie eben bei mir zu Hause auf meiner primären Heimkonsole, wie ich es eben vorher erwähnt habe. Also das eben zur Aufklärung zu dieser Geschichte mit dieser Account- und Konsolenbindung. Würde mich wirklich freuen, wenn ein PlayStation-User mal überprüfen würde, wie das wirklich ist. Ich habe auch bei der Xbox One geprüft oder probiert. Es heißt ja, sie kann keine MP3s per USB-Stick abspielen. Ja, leider ist es wirklich so. Sie kann aber auch keine MP3s über CD abspielen. Aber sie kann normale Audio-CDs abspielen. Also das geht ohne weiteres. Für meinen Junior, da hört man immer so, ist gerade so Weihnachtszeit beginnt, so Weihnachtslieder-CDs, so Kinderlieder. Das geht ohne weiteres. Und ja, funktioniert. Übrigens kann man auch die Xbox One über eine Fernbedienung steuern. Ich habe zum Beispiel zu Hause die Logitech Harmony One Plus, glaube ich, heißt sie. Keine Ahnung, also irgendeine programmierbare, über Software programmierbare Fernbedienung, mit der man einfach alles andere ersetzen kann. Also ich habe nur eine Fernbedienung bei mir zu Hause und kann alles über diese steuern. Und auch die Xbox One ist mit der steuerbar, also auch die Cursor-Tasten. Komischerweise, wenn man eine Audio-CD einlädt, muss man ein Programm installieren, eine Audio-Abspiel-Software, lädt das sich mehr oder weniger gratis automatisch herunter. In dieser Software kann ich dann wieder nicht steuern, komischerweise, ich weiß ja nicht warum. Ich muss noch ein bisschen spielen mit diesen Settings, also ich kann das Audio-Wiedergabeprogramm starten mit der OK-Taste auf meiner Fernbedienung, zuerst mit den Cursor hinfahren natürlich, mit der OK-Taste bestätigen, aber ich komme da nicht mehr raus, beziehungsweise kann da drinnen nicht herumhüpfen. Jetzt muss ich schauen, ob ich irgendwelche anderen Tasten noch programmieren muss, die einfach von der Logik vielleicht jetzt nicht dazu passen, eben links und rechts und so Sachen, da muss ich mir nur spielen. Aber prinzipiell geht es, dass man zumindest auch auf jeden Fall ein- und ausschalten. Also ich kann wirklich die Logitech Harmony so programmieren, dass ich sage so, ich will jetzt Xbox zocken, dann schaltet er den Receiver ein, dann schaltet er den Fernseher ein, dann schaltet er die Xbox ein, schaltet bei dem Receiver auf den BD-Eingang, da habe ich es liegen, und schaltet am Fernseher auf HDMI 2, also sowas mit einem Tastendruck, läuft alles so, wie ich es brauche. Das funktioniert auf jeden Fall. Und beim Ausschalten dasselbe, ausschalten wird alles heruntergefahren, inklusive der Xbox One. Ja, das geht wirklich wunderbar, einwandfrei, macht Spaß, wenn man nicht 100.000 Fernbedienungen herumliegen hat. Ja, Forza 5 ist nach wie vor ein großes Alarmschrei-Brüllthema, habe ich auch in einem der letzten Videos erwähnt.
für jemanden, der bei Forza 5 ist, frisch einsteigt, der wirklich ein Racer ist und nur racen will, wenn die Meinung ist, war, ja, Forza 5 ist jetzt nichts Gescheites, ist es ein Klumpert, ist es nichts Gescheites, das darf man bitte so nicht sehen. Forza 5 ist sicher jetzt renntechnisch, zum Fahren her und von der Grafik her, von der Fahrphysik her, vom Feeling her, gerade mit dem Xbox One Controller, nach wie vor der Oberknaller. Das muss man sagen, es ist nach wie vor ein Top-Game, ein Top-Racer, der wirklich großes Kino fürs Racen verspricht und macht irrsinnig viel Spaß. Für Leute wie mich oder auch natürlich andere Leute, die noch mehr Forza-Erfahrung haben, ist es einfach ein Rückschritt, weil einfach viele Sachen fehlen, die unser Eins schon gewohnt war, die auch genutzt wurden und gebraucht wurden, zum Beispiel für diese Abonnenten-Races, eben den Zuschauermodus. Viele Strecken gibt es nicht mehr und das sind einfach Sachen, die für uns alte Hasen einfach unverständlich sind, warum die nicht mehr da sind. Also wir verstehen es einfach nicht. John Dan hat so gesagt, ja, sie haben alles von Grund auf neu programmiert und das und das. Ja, ich glaube sowas einfach nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass da schon ein bisschen Ausreden dahinter sind. Aber weil auf der einen Seite jammern sie, sie haben alles Grund auf programmiert, auf der anderen Seite sind sofort DLCs angekündigt, dass das kommen wird, das kommen wird, das kommen wird. Man, sie wissen einfach schon, wie sie Kohle machen werden und ja, ich finde das erbärmlich. Aber wie gesagt, also Racer an sich, wenn einer einen guten Racer haben will, Spaß haben will beim Rennen fahren, macht mit Forza 5 wirklich überhaupt nichts falsch, ja. Die Überlegung ist halt wirklich, ob man sich hier eine Steelbook Edition kauft, eine weiß der Teufel welche mega überdrüber Edition, wo ein halbes Auto mit dabei ist. Da würde ich sagen, nein, 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 Finger weg, kauft euch keinen Season Pass, kauft euch keine DLCs. Ein bisschen muss man Turn 10 schon auf die Finger klopfen und entsprechend sagen, liebe Leute, wir User lassen uns so nicht verarschen. Ja, das kann es nicht sein. So, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das soll es gewesen sein zum Forza 5. Da tun wir gar nicht herum. Auf was ich ein bisschen warte, was ich ein bisschen vermisse, ist ein bisschen Titel im Download Store. Ich erwarte ein bisschen, ich warte auf so Arcade Games, so kleine Games zwischendurch, so irgendwas Kinect-mäßiges. Ja, es hat jede Konsole eine mega geniale Kinect drinnen, aber irgendwie fehlen mir jetzt so die Sachen. So, und was kann ich jetzt damit machen? Ich will keinen Vollpreistitel kaufen, weil mich einfach das Gehampel nicht interessiert, aber da sind so Kleinigkeiten, so ein schnelles Spiel, was schnelles, lustiges, vielleicht so ein kleines Party-Game. Wäre nett, wenn was kommen würde, irgend so nette Arcade-Games, also Minecraft würde mich freuen, wenn Minecraft endlich kommen würde für die One. Man gesagt wurde ja, dass sie daran arbeiten oder dass es kommen soll. Ja, gehört habe nichts mehr davon. Also, ja, bin gespannt. Oder vielleicht schreibt ihr mal Kommentare rein, ob ihr schon was gehört habt, gesehen habt, gelesen habt, ob ihr schon wisst, was kommen wird, was vielleicht ein Thema ist, so für ein schnelles Spielchen zwischendurch. Bin ich gespannt drauf. Ja, ein Thema, was mir jetzt in diesem Bezug auch auffällt, bis zum Release von den Konsolen haben wir natürlich immer wieder gepostet und gejammert und geschimpft und verglichen. Man habe ich auch gemacht, das ist eh ganz klar, da war einfach Zeit. Wir hatten Zeit, uns zu überlegen, wie können wir was herausfinden. Das wurde verglichen, dort wurde verglichen, Grafik da besser, Grafik dort besser, der und das schneller, da mehr CPU, schnellerer Speicher, Hupfengrad, Schlagerwellen, was der Teufel was noch alles. Ja, und es ist genauso gekommen, wie ich prophezeit habe. Wenn die Konsolen da sind, interessiert das kein Schwein mehr. Jeder huckt vor seiner Konsole und zockt und genauso ist es auch. Ja. Wir hocken vor unserer Xbox One, die anderen hocken vor ihrer PlayStation 4 und keinen interessiert die andere Konsole mehr. Jeder zockt einfach sein Game und macht einfach das, was wir alle zusammen wollen, Spaß am Gamen zu haben. Völlig egal, welche Konsole das ist, einfach Fun, 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 Action, Action, Action. Und so soll es auch sein. Obwohl man schon sagen muss, sowohl wie die PlayStation 4, auch die Xbox One, Kinderkrankheiten sind da, braucht man nicht reden. Ich muss jetzt ehrlich sagen, bei der PlayStation habe ich es einfach nicht mehr verfolgt, weil es mir einfach wurscht ist, ja, weil es bei der Xbox One genauso Probleme gibt. Laufwerksprobleme, Laufwerksgeräusche, Lüftergeräusche, Netzteile und so weiter. Obwohl gut, ein Zockerkollege von mir, der ist ein bisschen ein Wahnsinniger. Schöne Grüße. Er weiß schon, wer gemeint ist. Der hat gesagt, ja, er hört die Konsole. Wenn er sein Ohr auf die Konsole legt, dann hört er irgendwas rattern. Ja, auch wenn sie ausgeschaltet ist. Lieber Mann, ja, also das Ohr mit dem Ohr auf der Konsole schlafe ich nicht. Das ist mir wurscht, ich habe kein Problem mit meiner. Ich höre da nichts. Obwohl ich schon mal gehört habe, wie sich Battlefield 4 aufgehangen hat. Und es müsste sich irgendwas aufgehangen haben.
dass es die Konsole irgendwie technisch ausgelastet hat. Da hat man den Lüfter gehört, der hat wirklich angefahren wie bei dem Server bei mir in der Firma, so richtig volles Gas, Turbine. Kurzzeitig hat er gehört, dass er geblasen hat, auf Teufel komm raus, und es war Windows noch 4 Sekunden wieder vorbei. Zuerst habe ich kurz gedacht, aha, ich habe eine Fukushima-Konsole, sprich, ich brauche nie wieder Strom oder irgendwas, so wie das bläst, aber ja, hat sich gleich erledigt gehabt und ist wieder gegangen. Also man kann schon auch sehr überempfindlich werden. Ja, die Konsole ist wirklich sehr leise, natürlich alles, was mechanisch ist, überall, wo Geräte drin sind, eine Festplatte oder eben ein Lüfter, natürlich hört man was, ja, kein Thema. Man kann natürlich auch mit Stethoskop hingehen und dann gleich eine Analyse fahren, welches Kugellager vielleicht nicht ganz so rund läuft wie das andere, aber ich denke mir im Großen und Ganzen, wenn ich sie reinstelle im Kasten und einschalte und normal auf meiner Couch sitze und mich normal unterhalte, will ich einfach nicht gestört werden von dem Lärm oder von dem Geräusch, von der Geräuschkulisse, was die Konsole hergibt. Also von dem her gesehen, ja, ich bin höchst zufrieden. Andra hat geschrieben, dass das Laufwerk nicht gegangen ist, und dann hat irgendwie die Konsole ein bisschen gedreht, geschüttelt, ein bisschen draufgeklopft und dann ist gelaufen. Ich denke schon, dass es ein bisschen mit der Fertigung auch zu tun hat. Es ist viel Kunststoff drinnen, sind viele Teile verbaut und die Konsolen sind, glaube ich, lange, lange, lange herumgelegen, weil die sind nicht von heute auf morgen fertig geworden, sondern die sind ja teilweise lange schon im Lager gelegen. Und ich glaube, da setzt sie vielleicht dann ab und an ein bisschen was fest, weil die Konsole einfach so lang steht. Und dann bekommt man sie geliefert, eiskalt vielleicht, und manche waren wirklich so wahnsinnig, haben es aus dem eiskalten Lager geholt, ins eiskalte Auto, dann direkt gleich in die Wohnung rauf, zack, ausgepackt, angesteckt und die eiskalte Konsole einschalten. Jeder, der ein bisschen was von Elektronik versteht, von elektronischen Geräten, der weiß, man muss die Geräte oder man sollte die Geräte sich akklimatisieren lassen, in der Verpackung sogar, damit sich eventuell entstehendes Kondenswasser an der Verpackung niederschlägt und nicht an der Konsole. Also, liebe Leute, wie gesagt, man kann es schon herausfordern, auch natürlich. Ja. Dann, nichtsdestotrotz gibt es Defekte, sowohl bei der Xbox One als auch bei der PS4. Ein weiterer konkreter Fall, das ich weiß, da hat es auch ein Problem gegeben, dass die Konsole nach dem Hochfahren noch ein Update und nicht mehr ging, oder vor dem Update oder was, die irgendwo halt Support Xbox One, innerhalb von 2 Tagen war eine neue Konsole da. Weil ich sage, das ist schon eine tolle Sache. Wenn aber was in die Hose geht, das ist halt so, das kann passieren, wenn dann wenigstens der Support passt und das ganze ratzfatz erledigt ist und entsprechend dann das reparierte Gerät oder beziehungsweise das neue Gerät dann im Haus ist und man dann beruhigt dann loszocken kann. Ja. So ärgerlich es ist, kein Thema, es ist ärgerlich, es ärgert, keine Rede, das ist ja so. Aber zumindest weiß man, dass man sich darauf verlassen kann, dass man möglichst schnell was Neues bekommt und dass man dann einfach wirklich loslegen kann. Ja, so ist es halt. Ja, Mordsverkehr hier auf der Autobahn, natürlich hier, was haben wir jetzt, uhrzeitmäßig 18.01, das ist jetzt so richtig Rush-Hour, alle fahren nach Hause, alle fahren in die Stadt, aus der Stadt heraus, und ich muss eben zum Badminton spielen, da wirklich quer durch die Pampas fahren, also über die Autobahnanteil, und ist doch ein Stück weg von mir zu Hause. Aber mein Gott, nein, es geht halbwegs flüssig, also passt es recht gut. Wenn der das mit seinem Anhänger nicht rüberfährt zu mir, dann bin ich ganz happy, nein, der bleibt hier drüben, Gott sei Dank. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ihr könnt gerne mal euch in den Kommentaren unten reinschreiben, so Laberecken, Themen, über was kann ich mir labern, über was kann ich sagen, was kann ich reden, einfach so im Auto sitzend. Ihr könnt euch mal auf den Sommer dann freuen, wenn ihr wieder Badminton spielen gehe, weil dann seht ihr ein bisschen was von dem, was ich fahre hier, weil hier ist alles recht dunkel in dunkel, Scheinwerferlicht, das war's dann schon wieder. Aber es ist die einzige Zeit, wo ich wirklich hier alleine im Auto sitze und einfach über solche Dinge quatschen kann. Tja, auch wenn mir immer meine Themen dann ausgehen, das ist halt so. Aber das macht ja nichts, ist eine lustige Geschichte. So, hier ein Tunnel, yeah, Licht, man sieht was. Ja, Battlefield 4 macht nach wie vor Spaß, ist grenzgenial, sag ich mal, bis auf die Bugs, die wir haben. Ja, Serverlisten sind aber ganz witzig. Ich meine, im Game selber, wenn du schaust, findest du kaum Server. Beziehungsweise steht dann so was 32 von 64 Spielern oder 58 von 64 Spielern, dann willst du joinen, dann steht der Server voll, und wenn du aktualisierst, dann trotzdem immer nicht alle Spieler drauf. Wenn du dann aber parallel dazu am iPad oder irgendwo anders halt schaust, im Battlelog, wo du natürlich auch die Server suchen kannst und auch spannenderweise über das Battlelog kannst du auch dann den Server joinen. Also ich kann auf dem iPad sagen, Xbox join auf diesen Server, klicke drauf und Xbox joint dann wirklich, wirklich toll. Ach ja, zum Thema Party. Party ist doch gar nicht so schlecht bei Xbox One. Ich muss sagen, ich habe meine Konsole wieder auf Österreichisch umgestellt, weil ich glaube, oder jemand hat es in den Kommentaren geschrieben, dass dann der Party-Chat auch ordentlich funktioniert. Ich habe es noch nicht probiert.
Eines, was mir aufgefallen ist, oder wo es auf jeden Fall geht, ist, man kann eine Party gründen. Wenn ich sage Battlefield spielen, dann lade ich die Leute über das Battlelog ein. Und diese Leute, wenn die dann irgendwo dann diese Party gejoint haben und Battlefield laufen haben, aber im Menü sind und ich einen Server joine, werden die automatisch mitgezogen. Also ist der Server voll, dann müssen sie einfach warten, aber sie werden dann automatisch reingejoint. Also es ist so eine Art Warteliste, genau wie wir es bei Battlefield 3 gehabt haben. Man merkt es halt einfach nicht. Das ist ein bisschen blöd, man sieht es nicht. Aber im Prinzip kann man genauso mitjoinen und wird einfach mitgezogen und es ist schon eine praktische Sache. Man braucht sich nicht darum kümmern, man braucht nicht schauen, sondern zack, bumm, automatisch rein und kann währenddessen aber trotzdem im Menü rumhüpfen. Also man bekommt sonst die Meldung auch, dass es eben Party-Time ist, dass sich da was rührt. Also das geht eigentlich doch gar nicht so schlecht, also besser, wie ich es einfach am Anfang vermutet habe. Natürlich ist das Problem nach wie vor, die ganze Menüstruktur, alles ist neu, alles ist frisch, kein Mensch kennt sie aus. Ich weiß nicht, wie es bei der PlayStation ist, vielleicht könnt ihr die PlayStation-Freunde mal auch schreiben, wie ist denn das bei euch? Habt ihr auch so eine enorme Umstellung von der Menüstruktur? Müsst ihr euch da auch ein bisschen plagen oder ist bei Sony mehr oder weniger alles beim Alten geblieben? Ja, das ist alles gut oder schlecht, das kann man sehen, wie man will. Wenn man mal was Neues will, und ich bin schon einer, der gerne mal was Neues will, dann muss man sich einfach auf die Umstellung einlassen, das nutzt ja nichts. Ja, wenn ich immer das Gleiche will, dann habe ich keinen Fortschritt. Ja, das ist ja das so. Ab und zu muss man einen Sprung wagen und bei der Xbox One ist es halt ein Sprung. Ob es bei der PlayStation ein Sprung ist, ich kenne die Menüführung von Sony nur von meinem Blu-ray-Player, das mit dem Runterscrollen und links und rechts und so, was mir besonders eigentlich nicht sonderlich gefällt. Ich glaube gesehen zu haben, dass bei der PlayStation es auch irgendwie so kachelähnlich ist, aber wie gesagt, ich habe das nicht so genau verfolgt. Also würde mich wirklich freuen, wenn auch PlayStation-Spieler hier ein bisschen bei den Kommentaren reinschreiben würden. Denn ja, ich friere sich ja nicht deshalb, weil ich eine Sony-Konsole habe. Das ist doch völlig wurscht. Ja. Auch wenn ich immer wieder mal ein bisschen hinhacke, das ist zwar immer ein bisschen eher so ein bisschen ja, lieblich gemeint, so wie wir auch mit unseren deutschen Nachbarn ein bisschen hin und her hacken und mit unseren burgenländischen Österreichern und unseren Wienern. Das ist halt einfach so, da gibt es immer ein bisschen so eine spielerische Rivalität. Übrigens habe ich mal eine Nachricht, die mich wirklich gefreut hat. Heute habe ich eine Nachricht von jemandem bekommen, der hat geschrieben, hey, er will sich bei mir bedanken, weil es so Spaß macht. Wir zocken mittlerweile seit über 2 Jahren regelmäßig miteinander und es taugt ihm total. Und ja, liebe Leute, das muss ich auch sagen. Natürlich, einzelne kenne ich wirklich gut schon mittlerweile, mit denen spielen wir regelmäßig, aber trotzdem freut es mich auch jeder anderer, der selbst hier in den Kommentaren, ich habe das auch schon 1000 Mal gesagt, glaube ich, oder? Das klingt ja schon fast wie ein Werbevideo, aber es ist wirklich so, mich freut es immer wieder, wenn ich auch Kommentare lese, wenn Leute sagen, hey, cool, möchte man mit dir spielen und so weiter. Jetzt mit der Xbox One ist es ja toll, ihr könnt mir alle folgen, also ich brauche euch nicht in die Freundesliste annehmen, ihr braucht mir nur folgen und seht auch, was ich mache, das ist eine ganz praktische Sache. Ich kann einfach nicht alle in die Freundesliste aufnehmen, beziehungsweise kann es einfach nicht überblicken mehr. Ja. Es sind einfach zu viele. Ich weiß schon teilweise nicht mehr, wie ist auf Facebook, da lese ich den echten Namen. Dann gibt es diesen Nickname eben. Und also seid mir bitte wirklich nicht böse, wenn ich die Zusammenhänge oft mal in meinem Hirn nicht mehr verknoten kann, weil es einfach nicht schafft. Also lieber blöd einfach mal den Namen und den Gamertag dazu schreiben, dass ich, wenn ihr mich so anschaut, hey, grüß dich, war gestern eine Gaudi. Ja, was ja gestern eine Gaudi ist, aber ganz relativ, wenn ich dann nicht weiß, Entschuldigung, wer bist du jetzt überhaupt? Ja, also bitte, bitte um Nachsicht, mit meinem Alter ist es nicht mehr so einfach, dass ich mir das alles merke. Ja, ja, so, das soll es gewesen sein. Ich bin jetzt kurz vor meinem Ziel. Wir werden mal schauen, wie es heute geht, ob ich morgen wieder Muskelkater habe. Wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Hoffe, wir sehen uns online. Hoffe, wir sehen uns hier auf YouTube, bei meinen Videos, bei meinen Laberecken, bei meiner Facebook-Seite. Ich bin schon wieder beim Überlegen, ob wir es denn schon langsam einfach mit einem Forza 5 Event starten, auch wenn es keinen Zuschauermodus gibt. Ah, völlig wurscht. Dann muss ich halt mal mitfahren, dann bin ich halt ein Hindernisfahrzeug auf der Strecke. Mein Gott, nein. Aber wie gesagt, Näheres dazu auf meiner Facebook-Seite, facebook.com/bitwalker.at und das war's dann von meiner Seite. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.